Ja, wir haben letztes Mal angefangen mit Echtzeitkommunikationsdiensten. Ich habe ein bisschen über Videotelefonie gesprochen und ich möchte heute über einen Ansatz von Videotelefonie sprechen. Da habe ich letztes Mal schon mit angefangen, im M-Bone, mit diesen M-Bone Tools, dem Wert für Audio, in dem WIC fürs Video, da gibt es ja noch andere, das NV ist eines von denen, aber der WIC ist ein relativ gut entwickeltes. Als Alternative gibt es zu dem WAT hier übrigens auch noch das RAT, Robust Audio Tool, was dann in die Implikation von Robust Audio Tool ist, dass das WAT nicht ganz so robust ist. Worüber ich heute sprechen möchte, ist, dass, wie man im M-Bone denn eine Verbindung aufbaut, eine Verbindung in Anführungszeichen, also mit diesen M-Bone-Tools eine Verbindung aufbaut. Management der M-Bone-Tools. Und der Ansatz, der erste Ansatz, den man da entwickeln kann, der ist, dass man den Multicast sowas so ähnlich empfindet wie oder ähnlich behandelt wie eine Rundfunksendung oder eine Fernsehsendung. Es laufen viele Multicasts da draußen, genauso wie viele Rundfunksendungen und Fernsehsendungen laufen. Und wenn man so einem Multicast teilnehmen will, dann muss man zum richtigen Zeitpunkt, 20 Uhr, den richtigen Kanal einschalten. Und dann gibt es zum Beispiel Nachrichten. Oder um Freitag um 15.30 Uhr auf der Frequenz 103,5 oder so ähnlich, Campus und Karriere oder so. Das muss man irgendwie wissen. In unserem Fall interessieren wir uns nicht für eine Frequenz, sondern für eine Multicast-IP-Adresse, auf der man dann zuhören muss, zu einem bestimmten Zeitpunkt, Datum, Zeit und so weiter. Und die muss man finden. Und jetzt überlegen wir uns wieder, wie geht das im richtigen Leben? Im richtigen Leben gibt es eine Programmzeitschrift. Und in der Programmzeitschrift steht drin, wann welcher Krimi kommt, auf welchem Sender. Und Sender bilden wir ab, sowas wie eine Adresse, bilden wir ab auf Kanalnummer am Satelliten oder am Autoradio die Frequenz. Also das müssen wir irgendwie wissen und deshalb gibt es so ein Programmzeitungsmanagement-Tool bei den M-Bone-Sachen. Der Session Manager ist ein Stück Programm, ein Stück Software. Das kann in den Directory der Programmzeitschrift nachsehen. Man kann auch hier in dieses Directory der Programmzeitschrift was eintragen. Da kann ich eintragen, ich möchte morgen um 16 Uhr eine Weihnachtsfeier machen. Und zwar soll die den geografischen Umfang von 4 oder 5 oder 6 oder 10 Hops haben. Es soll um 16 Uhr sein und ich brauche irgendwie eine Multicast-Adresse, eine freie. Da hilft mir vielleicht das Directory-Tool auch, eine freie Multicast-Adresse zu finden für den Zeitpunkt, in dem ich da meine Weihnachtsfeier übertragen will. Deshalb habe ich hier versucht, diese bunten Punkte einzutragen. Die stehen für unterschiedliche Programme. Und zu jedem Programm gibt es dann noch einen Audiostrom und einen Videostrom. Schauen wir mal hier. Also hier das Blaue, das sei dann das eine Medientool, das Gelbe das hier und das Grüne das da. Hier, das sind die Sender, die Multicast-IP-Adressen mit den Hops und der Uhrzeit und so weiter. Und all die Leute, die dazuhören wollen, die an diesem Programm teilnehmen wollen, die müssen eben dieses Media-Tool, den WAT oder den RAT starten zu einem bestimmten Zeitpunkt und dem dann eine Multicast-IP-Adresse eingeben. Das macht der Session Manager für uns.
Der sieht also hier, da ist dieser gelbe Punkt, das ist das Audio, steht in der Beschreibung drin, die Multicast-Adresse, die Uhrzeit, und wenn es dann soweit ist, dann schmeißt er dieses Medientool an, wenn wir ein Video haben wollen, auch noch eins, und wenn wir Whiteboard gucken wollen, das dritte Medientool. Die schmeißt er dann für uns, wirft er das an und konfiguriert die richtig, dass sie dann da zuhören können. Das Flood and Prune sorgt dafür, dass irgendwann Pakete aus dem Strom bei uns vorbeikommen, und dann müssen die natürlich antworten, indem sie so Zustandsberichte schicken, zum Beispiel RTCP oder sonst was, auch auf der Multicast-Adresse. Also hier Programmzeitschrift, und das ist der Session Manager, der kann in der Programmzeitschrift nachlesen und dann die entsprechenden Tools hier anwerfen. Ein grafisches User Interface für das hier und zum Anwerfen von denen da. Das SD, das ist dieser Session Manager. Da. SD Session Directory. Ne? Da sieht man dann zum Beispiel hier so, ich habe es nachempfunden, nachgezeichnet von irgendeiner Unix-Version, die wir da mal hatten, mit der ich rumgespielt habe. Da sehen wir also hier zum Beispiel hier Vorlesung an irgendeinem Tag hier. Steht jetzt gar kein Datum drin. Steht wahrscheinlich auch noch auf dieser Multicast-Adresse, ne? 2.24.3.21.12. Time to live 32, also naja, im M-Bone ist das keine besonders große, besonders gute Reichweite, weil es ja durch diese M-Route jetzt durchgeht. Ne? Und das Audio, das gibt es dann hier auf diesen Ports und das Video da und die Screen-Sharing-Session, die gibt es da und hier steht dann noch der, der es gebastelt hat. Naja, und hier vielleicht eine Fernsehshow und ein Fußballspiel und irgendwelche IETF-Sessions und hier vom CERN irgendwie eine Diskussionsveranstaltung zur Vorbereitung von irgendeinem Collider-Experiment oder sowas ähnliches. Hier Port, ID, Scope, das ist das da. Medium, Codierung, hier steht noch ein bisschen mehr dann dabei, das habe ich jetzt mal hier versteckt, beziehungsweise nicht nachgezeichnet. Und außerdem kann er natürlich Informationen holen, die er uns gar nicht anzeigen muss, die er dann den Tools direkt gibt, was denn da, wie man denn das dekodieren kann. Was eigentlich auch nochmal wahrscheinlich im Medienstrom stehen wird und noch ein bisschen bla bla ist auch dabei. Und ich kann solche, wenn ich hier sowas ausgewählt habe, kann ich erstmal natürlich was neu anlegen mit dem New, und das, was ich neu angelegt habe, kann ich dann auch ein bisschen editieren und vielleicht sogar wieder löschen. Da gibt es dann auch Session Directories, die noch ein bisschen bearbeitet worden sind, die angeblich stabiler und wetterfester sind. Also das ist dieses Programmzeitungsmodell. Und irgendwo muss es natürlich auch Server geben, in die das SD da mal reinguckt. Selbstverständlich müssen wir dann eigentlich auch noch drüber nachdenken, dass wir so eine verteilte Serverinfrastruktur hinkriegen und nicht nur einen, Replikation und all diese Dinge. Da wollen wir jetzt aber hier nicht noch mit anfangen. Und das nächste Paradigma, wie man solche Sessions steuern kann, das ist das Telefonparadigma oder Anrufparadigma, habe ich hier geschrieben. Da gibt es auch noch ein anderes Tool, das heißt MMCC, Multimedia Conference Tool. Und so ein Multimedia Conference Tool, da macht man es mehr so, wie man es an einem Telefon machen würde. Man tippt irgendwelche E-Mail-Adressen ein. Mit dem Add hier kann man Teilnehmer zu dieser Liste hinzufügen. Und dann klicke ich hier noch an, Audio wollen wir haben in der Auflösung Medium, lokales, also nicht eine ganz lokale Scope, also nicht nur 2-3 Hops, sondern so eine mittlere Scope, sagen wir mal, das kann man nicht so direkt auf geografische Bereiche abbilden, aber so Deutschland und Europa vielleicht, und wir tragen auch noch einen Key ein, den wir uns ausgedacht haben. Das müssen wir dann für,
verschiedene Medien machen, also für Video, für die Groupware auch noch, bis wir alle das eingetippt haben. Und dann wird wirklich ein Connect gemacht. Nachdem wir Create gesagt haben, können wir noch Connect machen und dann kriegen die anderen, die wir hier als E-Mail-Adressen eingetragen haben, eine Benachrichtigung über diese Ströme, können das in ihren eigenen MMCC hineinstecken und der baut dann, also er baut natürlich nicht die Verbindung wirklich auf, aber der hört dann auf den Multicast-Kanälen zu und Portnummern und sonstiges Zeug muss natürlich auch noch im Hintergrund kreiert werden, erzeugt werden. Wir können da ein Telefonbuch haben, wir können natürlich auch das Telefonbuch managen und so weiter. Der Key, der dient dazu, den teilen wir dem anderen mit, aber nicht dem Rest der Welt, der dient dazu, dass dann irgendwie ein Sicherheitsmechanismus, ein Verschlüsselungsmechanismus benutzt werden kann. Und mit dem Key können wir dann den Strom entschlüsseln, mit dem Key, den wir hier eintippen. Alles nicht so, naja, so wie man es eben macht in so einem Verteilszenario. Weil das Ganze, das sollte ich vielleicht nochmal hierhin zurückgehen, weil im M-Bone wir nicht dieses Leitungsparadigma haben, können automatisch alle mithören. Wir brauchen also, wenn es vertraulich sein soll, Verschlüsselung. Das gilt übrigens auch in Kabelverteilnetzen. Ihr Nachbar kriegt natürlich auch alle Bits, die Sie kriegen. Anders als bei DSL, aber darüber haben wir ja schon gesprochen. Da braucht es also auch immer Verschlüsselung. Und das braucht es hier bei den M-Bone-Tools auch, zumindest dann, wenn man nicht will, dass die anderen zuhören können. Und jetzt wollte ich noch hier kurz nochmal darauf eingehen, wie diese Mehrpunktverbindung von den M-Bone-Tools kontrolliert wird. Es geht ja, ich habe das auch schon mal erzählt, deshalb kann ich es hier kurz machen. Im RTCP-Kontrollprotokoll müssen wir die Session kontrollieren können, insbesondere die Datenverteilung, die wollen wir messen. Deshalb müssen wir unsere Sessions skalieren oder mit der Skalierbarkeit der Sessions fertig werden. Wenn alle solche Messergebnisse kommunizieren würden, dann gäbe es einfach zu viele Pakete, zu viel Kontrollinformationen. Deshalb werden die RTCP-Pakete im Multicast geschickt, Sendezeiten mit einem Zufallsgenerator gewählt und den Zufallsgenerator muss man so steuern, dass dieser Gesamtdurchsatz auf der Multicast-Session limitiert ist. Die Sender-Reports, die schickt natürlich nur wenige, die da beitragen in der Session, Zeitstempel, Gesamtzahl, Pakete und die Receiver Reports, das passt dann eben dazu, Gesamtzahl Pakete empfangen, Gesamtzahl Pakete erwartet, das ist hier daraus abgeleitet, der Jitter und den letzten Sender Report, den man gekriegt hat. Und diese Dinge, die kann man eben nicht ständig schicken, sondern die wollen wir nur so gesteuert schicken, dass wir nicht mehr als 5% Verwaltungsverkehr in der Multicast Session produzieren. Die haben wir schon diskutiert beim RTCP, deshalb übergehe ich die jetzt an dieser Stelle. Ich möchte noch was zur ITU-Videotelefonie sagen. Die ITU, die hat seitdem ich Daten kommuniziere und mich mit ITU-Standards beschäftige, also schon eine ganze Weile, an Videotelefonie gearbeitet. Einer der Standards ist dieses H320. Und wie so häufig bei den ITU-Standards, ich glaube, ich habe es auch schon mal in der Vorlesung so en passant erwähnt, wie so häufig ist das mal eine Sammlung von anderen Standards. Wenn man also bei der ITU einen Standard bestellt, dann darf man sich nicht wundern, wenn da nur 20 Seiten kommen und auf den 20 Seiten steht drin, die Essenz steht auf einer Seite oder auf zwei. Wir benutzen den Standard, den Standard, den Standard und den Standard. Und da muss man auch mal gucken, dass man sich das kommen lässt.
Hier bei dem ITU 320 steht auf vielen Seiten erklärt, dass es Videotelefonie werden soll und dass sich alle Postverwaltungen oder alle Telekommunikationsverwaltungen der Welt einig sind, dass es Videotelefonie geben muss. Und wenn man mehr wissen will, dann muss man sich das H261 besorgen zur Videokompression. P64 heißt das auch informell, dieser Standard. Und in der Vorlesung Multimedia sprechen wir darüber, wie das funktioniert. Das ist so ein MPEG-Lite. Nur um das ein bisschen einzusortieren. G711-Codec zum Beispiel oder G721-Codec. Weil dieser hier eine relativ lange Kompressor-Pipeline hat und der eine kurze Pipeline hat, muss man ein bisschen Delay einfügen, damit das Audio zu den Lippenbewegungen passt. Das wird hier in dem H230 Multiplexer zusammengefasst. Hier kann man zum Beispiel auch noch Faxe reinpacken. Wenn man noch so ein Faxgerät hat, das ist ja eigentlich auch irgendwie ein Scanner, ne? Dann kann man da ein Stück Papier, was zur Diskussion gehört, drauflegen, einscannen und dann wird das parallel zum Audio und zum Video auch noch übertragen. Und dieser Multiplexer, da steht eben drin, wie man mehrere solche Ströme, die End-zu-End-Signalisierung, zum Beispiel Rederechtvergabe oder Beschreibung, hier noch nötige Standardsbeschreibungen oder hier, wir wollen jetzt einen Fax schicken. Das wird hier End-zu-End signalisiert und das kann man sich im Standard H242 nachlesen. Also wir müssen jetzt schon 1, 2, 3, 4 Stück kaufen. Bestellen. Und dann gibt es hier unten noch die User-Network-Signalisierung Q931, im Speziellen, damit man das übers ISDN laufen lassen kann. Da braucht man eben noch was, wenn man das alles programmieren will. Und nochmal zusammengefasst. Das ist aber insofern, wenn dieses H320, das war als Videotelefonie-Standard nicht für Endkunden, also nicht für Verbraucher interessant, aber es gibt und gab solche Videokonferenzzentren, große Firmen unterhalten das. Die haben dann da so Räume, in denen H320 Videotelefonie-Equipment herumsteht. Das gab es aber auch bei der Telekom eine Weile lang. Da musste man in größeren Städten und mittleren Städten, da kann man anrufen und sagen, ich möchte jetzt mal eine Videokonferenz machen. Und da musste man dieses Videokonferenzstudio eben für ein paar Stunden mieten. Und die Leute irgendwo anders, mit denen man die Konferenz machen wollte, mussten auch sowas mieten. Und dann gab es eben mit diesem Standard H320 und all diesen Unterstandards so ein Konferenzszenario mit Videotelefonie. Diese Räume, die waren dann schon auch ganz anständig ausgestattet mit mehreren Kameras und Mikrofonen und man konnte dann auch remote über dieses Protokoll hier zwischen Kameras umschalten und all solche interessanten Sachen machen. Ja, erfolgreich zur Verbindung von Konferenzstudios. Weil es so eine Zusammenfassung ist, das hier kennen wir schon, das hier kennen wir schon, das hier gibt es in der Vorlesung Multimedia, brauche ich das hier auch gar nicht auszubreiten. Das Einzige, was man hier vielleicht diskutieren könnte, ist das da, der Multiplexer, aber das schenken wir uns jetzt mal hier drüber, könnte man vielleicht auch noch sprechen. Worüber ich jetzt sprechen möchte, ist Voice-over-IP. Das Internet, Paket vermittelt, kann man schon auch benutzen, um Audio zu übertragen. Ich meine, diese M-Bone-Tools, die haben das gemacht und die M-Bone-Tools, die kann man auch Punkt zu Punkt einsetzen. Das WAT zum Beispiel. Ich habe hier so eine Szenario-Zeichnung, wie man denn telefonieren können möchte im Internet. Also was wir natürlich brauchen, ist entweder ein normales Telefon, hier zum Beispiel, und ich habe hier das Kabel so gezeichnet, um klarzumachen, da kommt es analog raus und nicht digital. Und dann geht es hier zu so einem Gerät hin, einem Adapter von analoger Telefonie nach Voice-over-IP, also digitalisieren, verpacken in IP-Frames, IP-Pakete,
und übertragen übers Internet irgendwo anders hin. Sowas ist zum Beispiel in vielen von diesen Fritzboxen und sonst was mit eingebaut. Also das kriegt man heute gern in so einem ADSL, Modem, Router, Ethernet-Switch auch noch mit. Dass man da ein analoges Telefon einfach reinstecken kann. Oder wir haben einen Computer, ich habe jetzt hier das Computerbildchen, was ich mal selber gezeichnet habe. Das ist ein Macintosh 2FX von ungefähr 1990 oder 91. Da können wir ja noch ein Mikrofon dran stecken und ein Headset dran stecken, also Ohrhöhe, Kopfhörer und Mikrofon und hier auch und hier auch. Wenn wir hier noch die richtige Software haben, kann man von hier nach hier telefonieren. So eine Software habe ich auch mal gebastelt, wann war das, 1992 oder so, für solche Macs hinsetzen, programmieren und übers Uni-Internet übertragen. Nicht so, naja, da gibt es natürlich schon einen Stapel Probleme, die man da lösen muss, kriegt man aber in den Griff. Keine Zauberei, absolut keine Zauberei. In der Größenordnung von 30, 40 Seiten Programm. Kriegst du vielleicht auch billiger hin, aber hey. Eines der Probleme ist natürlich, dass man das solche Sachen wie Playout Point berechnet, drauf schaut, dass, was ist denn, wenn mal ein Paket ein bisschen zu spät ankommt, dass man da vielleicht interpoliert oder so, mit Jitter fertig wird im Wesentlichen. Verschiedene Techniken, die man da machen kann, damit man mit Jitter fertig wird. Also was man macht, ist, man möchte hier das Audiosignal digitalisieren, in ein IP-Paket reinstecken, an den hier schicken, der steckt das in seine Soundkarte rein und spielt es ab. Die einfachste Variante ist, einfach das nehmen, was der Digitizer hier macht, was das QuickTime macht zum Beispiel, oder was Windows Media oder wie es auch gerade immer heißt, dieses Ding bei Windows ändert auch manchmal seinen Namen. Das Audiosignal, was das da digitalisiert hat, das kann man einfach so, wie es ist, in ein Paket reinstecken und übertragen. Braucht man gar nicht mehr groß zu komprimieren. Man kann auch komprimieren, das kann man sich noch überlegen, wie man da komprimiert. Da sprechen wir gleich, habe ich gleich noch ein Wort dazu zu verlieren. Natürlich muss man dann irgendwie noch ein Programm schreiben, das es klingeln lässt, wenn der hier mit dem sprechen möchte, sodass der sich sein Sprechzeug auf den Kopf stülpen kann und mit uns sprechen kann. Einfach über Lautsprecher ausgeben und ein Mikrofon neben dem Computer stehen haben, geht nur mittelgut, weil es eben Rückkopplungen gibt. Ne? Weil nämlich genau das, was hier aus den Lautsprechern rauskommt, dann auch wieder im Mikrofon hineinkommt. Und wenn man Pech hat, gibt es dieses wundervolle Pfeifen dann, dass sich irgendwie die Dreiviertel der Menschheit verzweifelt die Ohren zuhält. Haben aber nicht alle Leute das Problem. Ich nicht, aber ich bin ja eh schwerhörig, sagt meine Frau. Also Sprechzeug empfiehlt sich. Wenn man einen guten Echo-Canceller hier programmiert, dann geht es auch ohne. Echo-Canceller, der nimmt das, was er auf dem Lautsprecher abspielt und subtrahiert das von dem digitalisierten Signal. Beziehungsweise eigentlich berechnet er das Echo, also berechnet, was aus dem Lautsprecher, vom Lautsprecher hier in dem Mikrofon ankommen wird. Da kann man so eine Trainingsphase haben. Und dann zieht er das vom digitalisierten Eingangssignal wieder ab und kompensiert dann das. Also Echo-Unterdrückung, Echo-Canceller nennt man sowas. Und ein gutes Telefon oder Voice-over-IP-Telefon kann das natürlich. Das kann man auch analog hinkriegen. Und diese kleinen Polycom-Dinger, die man manchmal sieht in Konferenzräumen, die können das auch prima. Also Software hier, Software hier, Software hier. Und man braucht natürlich auch irgendeine Software hier. Und wir brauchen auch ein Protokoll, das zwischen den beiden kommuniziert und solche Sachen bekannt gibt wie
Wir haben eine Samplingrate von 8000 Samples pro Sekunde. Jedes Sample ist 16-Bit linear kodiert. Wir haben zwei Kanäle oder jedes Sample ist 8-Bit ALOR oder 8-Bit MULOR kodiert oder wir benutzen die GSM-Kompression und so weiter. Also das braucht man schon auch und man muss vielleicht auch noch in der anderen Richtung sowas kommunizieren. Vielleicht produziert der eben G711 und der produziert G721. Da ist man ja flexibel, man muss es eigentlich kommunizieren, das heißt, wir brauchen auch noch so ein Konfigurationsprotokoll eventuell. Was der exportiert, was der davon verstehen kann, sodass man das Richtige auswählt. Vielleicht kann der hier drei unterschiedliche Standards produzieren, der auch, aber die überlappen sich nicht, sondern überlappen sich nur in einem und da muss man ihm vielleicht was verhandeln. Also wenn der Graue hier mit dem Blauen telefonieren will, dann muss er, abgesehen von der Verhandelei, auch noch dessen IP-Adresse kennen. Und jetzt kommen wir schon dahin, wo es ein bisschen Arbeit macht und zu dem Zeitpunkt, wo wir noch vielleicht auch nochmal nachdenken müssen. Dieses IP-Adressen kennen, das ist nämlich ja, schwierig. Der Mensch kann es natürlich aus dem Kopf eintippen, aber eigentlich braucht man hier irgendwo, hier, am besten hier im Internet, einen Server, den man sowas fragen kann, wie ich möchte mit dem Klaus Dieter in Dresden sprechen. Was hat denn der gerade für eine IP-Adresse? IP-Adressen können sich auch mal ändern, wenn er mit dem Laptop unterwegs ist. Oder wenn der Provider beschließt, ihm einmal pro Tag eine neue IP-Adresse zu geben. Über dieses Thema müssen wir gleich noch ein bisschen was sprechen. Wir brauchen sowas wie einen Directory Service. Das muss entweder das hier mit dem Directory Service oder natürlich die hier, die müssen mit denen sprechen. Und wenn wir über Skype nachdenken, da haben Sie diesen Directory-Prozess ja auch schon kennengelernt, wenn Sie das erste Mal sich bei Skype anmelden. Wer hat schon mal geskyped? Ich hätte fragen sollen, wer noch nicht. Da muss man einen Account kreieren, gell? Und dieser Account, der liegt auf den Skype-Servern. Na gut, früher hat das Skype mal irgendwelchen Leuten gehört, die ich weiß nicht, waren das nicht die, die vorher so einen File-Sharing-Service hatten, Casa oder so, was war da? Dann ist Skype an eBay vertickt worden für einen Haufen Geld, dann hat eBay nicht gewusst, was damit machen soll und dann ist das Skype wieder zurückgegangen, so eine Management-Buyout an die Skype-Leute und dann ist es, glaube ich, an Microsoft verkauft worden. Da ist es jetzt gelandet. Die wesentliche Leistung vom Skype ist, irgendwo dicke Server rumstehen zu haben und die Skype-Software bereitzustellen. Die dicken Server zum Download und die dicken Server, um hier, dass der hier den fragen kann, dem sagen kann, ich bin jetzt der Klaus Dieter und man kann mich anrufen und alle, die mich kennen, die also mal den Klaus Dieter irgendwie sich mit dem befreundet haben, in Anführungszeichen, die fragen also, wenn sie den anrufen wollen, lieber Server hier, sag mir doch mal, unter welcher IP-Adresse der Klaus Dieter gerade zu erreichen ist. Um telefonieren zu können, muss also dann hier diese Skype oder sonst was Software und hier auch die Software laufen, die dann mit dem Server reden kann und so weiter. Das ist der Teil, wie man sich findet und naja, alle, die Skype schon mal benutzt haben, die können sich das jetzt auch wahrscheinlich vorstellen, was da so funktionieren sollte. Und wenn man sowas macht, dann muss man eben so einen Verzeichnisdienst implementieren und das ist eigentlich wieder sowas wie mit Home Location Registry und Roaming und sowas, was wir auch beim GSM schon mal diskutiert haben.
bei der Adressierung. Was wir jetzt noch nicht erledigt haben, ist der ganze Rest. Der ganze Rest bedeutet, da draußen gibt es 2 Milliarden Telefone und Mobiltelefone, mit denen wir auch vielleicht gerne mal telefonieren möchten. Von denen da, und die übrigens vielleicht auch mit uns mal telefonieren möchten. Das Problem müssen wir auch noch lösen. Aber kümmern wir uns erstmal um das Problem, dass wir die anrufen können. Dazu müssen wir natürlich irgendwie so ein Interworking hinkriegen. Die hängen ja am Public Switch Telephone Network, da gibt es auch noch ein Gateway zu den Mobiltelefonnetzwerken, zum GSM, im Wesentlichen GSM, dass es auch noch ein paar andere kleine Netzwerke gibt und lassen wir das mal. Im Wesentlichen ist Mobiltelefonie heute GSM und da gibt es so ein Gateway und auch zu den anderen gibt es natürlich Gateways. Also wir brauchen A, einen Gateway, der IP-Pakete mit Audio nimmt und das einzeln in der ISDN-Leitung hier hinschickt, byteweise. Da muss eventuell auch transkodiert werden. Da müssen wir zum Beispiel aus G721, G711 machen. Oder wenn irgendeiner was mit AAC schickt, dann müssen wir da auch G711 draus machen. Müller oder ALOR. Und wenn der hier was reinplappert in sein Telefon, dann wird das natürlich hier per ISDN zum Beispiel hier zu dem Mediengateway hingeschickt. Der nimmt die ISDN-Samples ALOR oder Müller entgegen, sammelt die in Pakete und schickt die IP-Pakete hierhin weiter. Er muss aber auch wissen, wohin. Und deshalb brauchen wir hier noch ein Signalisierungs-Gateway. Das Signalisierungs-Gateway, der tippt hier eine Telefonnummer ein, +49 37 31 39 39 39. Und das Ding muss jetzt hier für diese ankommende Voice-over-IP-Verbindung wählen und zu diesem Telefon durchschalten lassen. Der muss also dieses +49 37 31 39 39 39 aus dem Signalisierungspaket rausnehmen, Q931 anwerfen, wie wir es diskutiert haben, Connect und oder Setup, und dann kommt Alerting und dann kommt Connect. Und natürlich, wenn hier Alerting kommt, dann muss da hier noch ein Klingelsignal generiert werden, Inband, das der hier kriegt, beziehungsweise das Klingelsignal von hier, das muss jetzt da aus dem B-Kanal genommen werden und dem hier in IP-Paketen geschickt werden und so weiter. Also wir brauchen hier eigentlich 2 Gateways. Was auch zu erledigen ist, ist, hier war es ja irgendwie alles kostenlos. Zumindest die Telefonie von hier nach hier, die war kostenlos. Vielleicht der Server, den man fragen kann, wo ist denn der da, wo ist denn der Klaus Dieter, der hat vielleicht ein bisschen Geld gekostet, irgendwie eine Flatrate, 2 Euro im Monat, und wir haben das Directory-Verzeichnis. Vielleicht kam es mit ihrem DSL mit, wenn man bei irgendeinem Provider das kauft, gibt es auch immer noch Voice-over-IP mit. Oder vielleicht ist es kostenlos, sie wäre mit Skype. In dem Augenblick, wo Sie mit Skype von hier nach hier telefonieren wollen, kostet es aber was. Warum kostet es was? Erstens, die Verbindung von hier nach hier, die muss bezahlt werden. Im PSDN zahlt man immer. Und wenn Sie so ein Provider hier sind, dann kriegen Sie auch keine Flatrate. Dann müssen Sie minutenweise zahlen. Die Minute hier kostet irgendwie einen halben Cent oder sowas. Ja, lokal billiger, nach Amerika teurer und. Also, wenn Sie von hier aus mit Skype den da anrufen wollen, dann müssen Sie erstmal dem Skype ein bisschen Geld in die Hand drücken und dann kostet es pro Call irgendwie eine Setup-Gebühr von ein paar Cent und pro Minute dann nochmal einen Cent oder sowas, ich weiß es nicht mehr genau. Eigentlich billig genug. Okay. Da muss man also dann doch seine Kreditkarte zücken oder die PayPal mit PayPal was bezahlen, um diese Zeit zu kriegen, um da zum Beispiel 15 Dollar
oder 15 Euro zu hinterlegen bei Skype, die man dann von hier nach hier abtelefonieren kann. Immer noch billiger, als wenn man mit dem Mobiltelefon hier irgendwie anruft. Und das ist auch das Businessmodell, zum Beispiel von Skype, dass es hier zwar kostenlose Telefonie ermöglicht, aber davon ausgeht, dass sie auch mal von hier irgendwann nach hier wollen und dass sie dann doch irgendwie ein paar Euro oder Dollar bei denen abladen. Vielleicht kann man auch irgendwie anders noch Geld da verdienen. eBay hatte da wohl Ideen. Microsoft hat wohl noch Ideen, wie man da noch anderweitig Geld verdienen kann. Übrigens, die Skype-Verbindung hier und bis hierhin sind auch bestens verschlüsselt. Übrigens, diese Hardware, die muss man auch bezahlen natürlich. Und wenn hier 10.000 Gespräche drüber laufen und wir müssen dekomprimieren und dann hier im G711 weiterschicken und G711 kommt hier an und wir müssen es komprimieren und hier hinschicken, dann tut es nicht der PC von 1998. Da braucht man was Richtiges. Serverschränke voller Rechner, die komprimieren und dekomprimieren. Das muss auch bezahlt werden. Also die Szenarien, die waren Computer, Computer hier im Internet, Computer, Plain Old Telephony Service, so rum und so rum, und Mobile Computer, so rum und so rum, also Mobile, Mobiltelefone. Randbemerkung, der hier will auch den hier anrufen können. Dann braucht der hier eine klassische Telefonnummer, so mit 10, 15 Ziffern. Die müssen wir noch irgendwie, diese Abbildung von klassischer Telefonnummer auf diese 10, 15 Ziffern, die müssen wir noch, auf die IP-Nummern, klassische Telefonnummer, auf IP-Nummern, die müssen wir noch irgendwie hinkriegen, denn auf diesen Teilen hier, da kann man nur eine klassische Telefonnummer reinklopfen, drehen oder auf der Tastatur eintippen. Da kann man IP-Adressen ungeheuer schwer reingeben und alphanumerisch sowieso nicht. Bevor wir uns darum kümmern, möchte ich aber noch etwas zu Voice-over-IP im Allgemeinen erzählen. Vorausschickend, ich habe schon mal ein Voice-over-IP-Tool selber programmiert. Ich habe auch ISDN-Telefone für Computer, eine ISDN-Adapterkarte selber programmiert. Die Hardware habe ich auch mit konstruiert, von so einer Adapterkarte ISDN in einem Computer. Ich weiß, das ist schon halbwegs, worüber ich spreche. Und deshalb, und deshalb werde ich jetzt auch an Voice-over-IP herummeckern. In der ersten Iteration wird Ihnen vielleicht auch schon aufgefallen sein, dass Telefonieren mit einem Festnetztelefon im ISDN doch irgendwie besser geht als dieses, als die Skyperei. Zumindest manchmal ist diese Skype-Verbindung zwar billig, aber you get what you pay for. Manchmal taugt sie einfach nichts. Warum es nicht taugt, darüber müssen wir jetzt, möchte ich jetzt ein bisschen was erzählen. Und das geht damit los, dass das Internet keine einzelnen Bytes überträgt, keine Samples überträgt, so wie das Telefonienetzwerk. Ne? Ich habe ein Byte digitalisiert, ab in die Leitung. Das Delay von ich sag's, ich mache den Laut, den Impuls, ne? Bis der Impuls geht über die Leitung, der ist beim ISDN in der Größenordnung von ein paar hundert Mikrosekunden. Mindestens 125 Mikrosekunden. Wir haben ja einen Sample-Takt von 8000, also 8000 Samples pro Sekunde, ein 8000stel 125 Mikrosekunden. So lange dauert es mindestens, und wenn man das Telefon anständig gemacht hat, dauert es auch nicht viel länger. Vielleicht 250 Mikrosekunden. Im Internet geht es aber natürlich nicht. Wir müssen Pakete übertragen.
Die Pakete können maximal 1500 Byte groß sein und die sind mindestens so, wie viel, 64 Byte plus ein bisschen was groß. Wenn Sie irgendwann, also ohne Nutzlast 64 Byte groß, mit ein bisschen Nutzlast drin, sagen wir mal 200 Byte. Die Paketgröße, wie verschwenderisch wir umgehen, wie stark wir komprimieren, ob wir da hinten in das Nutzlastfeld 100 Byte oder 200 Byte eintragen oder 1000 Byte, das interessiert das Backbone relativ wenig. Das Backbone, die Internetinfrastruktur bis auf die Teilnehmeranschlussleitung, die für die kosten Pakete. Wenn wir viele kleine Pakete schicken, ist es fürs Internet teurer, weil die Router viel mehr Arbeit haben, als wenn wir wenige große Pakete schicken. Wenn der Router Audio überträgt, dann hat er das Audio gerne in 1500 Byte Paketen und ungern in 100 Byte Paketen. Dann hat er nämlich 15 mal so viele Pakete zu bearbeiten. Allenfalls auf meiner Teilnehmeranschlussleitung interessieren wir uns für den Unterschied von 1000 Paketen a 100 Byte und 1000 Paketen a 1500 Byte. Aber hey, wenn wir 6 Megabit haben oder 16 Megabit haben auf so einer Teilnehmeranschlussleitung, das ist auch schon irrelevant. Da kann man gar nicht so einen dicken Audiostrom produzieren, dass man seine Leitung überlastet. Ne? Selbst wenn wir die CD einfach von der, das Audio in CD-Qualität einfach von der CD runterfischen und über die Leitung übertragen, haben wir auch nur 1,2 Megabit. Was stört das auf so einer Teilnehmeranschlussleitung? 6 oder noch mehr Megabit haben. Also, was uns kostet, ist im Backbone die Anzahl Pakete, die wir brauchen. Und das Zweite, worauf ich Sie hinweisen möchte, ist das Paketisierungsdelay. Ich habe jetzt hier mal eine Leitung gemalt von dem Headset mit dem Mikrofon hier in unser Paket hinein. Wir können das Paket erst abschicken, wenn wir alles aufgesammelt haben, was da reingehört. Wenn wir beschließen, in so einem Paket sind 500 Byte Nutzlast drin, dann können wir das Paket erst abschicken, wenn wir 500 Byte digitalisiert und da reingesteckt haben, wenn wir das G711 benutzen, also 500 mal 125 Mikrosekunden, das sind 16 Sekunde. Eine 16 Sekunde sind dann 1000 durch 16, 66 Millisekunden. Einverstanden? So in der großen Ordnung. 66 Millisekunden müssen wir warten, bis wir das Ding hier abschicken können. Dann läuft das hier, der relaxte Pfeil, durchs Internet, sammelt da auch noch ein bisschen Delay auf. Und wenn das hier angekommen ist, können wir mit dem Abspielen anfangen. Also in der einen Richtung haben wir Paketgröße also das Delay, das setzt sich aus Paketgröße dividiert durch Samplingrate zusammen. 66 Millisekunden haben wir, wenn wir 500 Byte Pakete nehmen, knapp 200 Millisekunden, wenn wir 1500 Byte Pakete nehmen wollen. Wenn wir 100 Byte Pakete nehmen, dann geht das Paketisierungsdelay natürlich entsprechend runter. Schauen wir uns das mal an, Paketisierungsdelay und den Rest, wenn wir G711 auf dem Ethernet betreiben. Wir haben 8000 Samples pro Sekunde, 1500 Samples pro Paket. Paketisierungsdelay, ich habe es hier mal ausgerechnet, 187,5 Millisekunden. Roundtrip Delay ist dann zweimal den Paketisierungsdelay, 360 und ein bisschen was, plus den Internet-Roundtrip, also die Zeit, die unser Paket in Warteschlangen ansteht, plus das Endgeräte-Delay. Na, der kann es natürlich auch nicht so brutal schnell von der Audiokarte bis ins Ethernet-Paket hinein
also bis in den Ethernet-Treiber, da gehen vielleicht noch ein paar Millisekunden oder sowas verloren. Und auf der anderen Seite, wenn wir es abspielen, auch nochmal Millisekunden. Okay. Schauen wir mal, München-Frankfurt habe ich mal gemessen auf meiner DSL-Leitung. Downlink von 5300 Kilobit, ein Uplink von 509 Kilobit, Pingzeit, Roundtrip 21 Millisekunden. Nach Washington habe ich fast dasselbe gekriegt, aber die Pingzeit 120 Millisekunden. Wenn wir also das hier ansetzen und den Roundtrip Frankfurt und zurücknehmen, da haben wir 400 Millisekunden bei 1500 Byte-Paketen, Roundtrip Washington 500 Millisekunden. Die Distanz ist also gar nicht so wichtig. Das Hauptteil, was wir verlieren, ist der Paketisierungsdelay. Also müssen wir die Päckchen kürzer machen. Das ist aber nicht gut fürs Netzwerk, weil die dann plötzlich, wenn wir das hier signifikant runterkriegen wollen, oder das hier signifikant runterkriegen wollen, müssen wir 10-mal so viele Pakete oder mindestens 3-4-mal so viele Pakete verschicken. Also das Internet nur für die Telefoniererei, zumindest für die Telefoniererei, Teil 3-mal so stark belasten. Und übrigens auch entsprechend mehr Paketverluste riskieren. Und jetzt schauen wir uns mal unsere Audiokodierung auf. Wenn wir MPEG Audio nehmen, also MP3 zum Beispiel, in super Qualität, 192 Kilobit, in ein 500 Byte Paket, ich sage jetzt schon gar nicht 1500 Byte Pakete, die 1500 Byte Pakete, die können wir so wie sie sind vergessen. Wenn wir also da, kriegen wir 21 Millisekunden rein, wir müssen also 50 solche Pakete pro Sekunde verschicken. Oder für 20 Millisekunden 500 Byte Pakete. Wenn wir ADPCM nehmen, 32 Kilobit, relativ gute Qualität, 125 Millisekunden in einem 500 Byte Paket, Roundtrip Delay geht bei 300 los. Und wenn Sie telefonieren mit einem Roundtrip Delay von 300, dann haben Sie schon diese Effekte, dass man sich gegenseitig ins Wort fällt und Echos hört und sonstigen Krempel. Gegenseitig ins Wort fällen passiert deshalb, weil das CSMA nicht mehr klappt. Das gibt es ja auch bei den Menschen. Wenn wir nur 20 Millisekunden Paketisierungsdelay haben wollen, dann brauchen wir 80 Byte große Pakete. Das sind schon ganz schön kleine Pakete. Wenn wir Telefonqualität nehmen, 16 Kilobit, 250 Millisekunden pro Paket, dann reden wir über einen Roundtrip in der Größenordnung von 600 Millisekunden. Da kann man nicht mehr anständig telefonieren. Was heißt anständig? Da wird das Telefonieren unbequem. Byte pro 20 Millisekunden, wenn man also will, dass dieses Delay unten bleibt, 40 Byte, das ist weniger als der Overhead. IP und UDP und RTP und Gedöns. Also das gehört schon in die schmerzhaft Größenordnung. Wenn man GSM nimmt, mit mäßiger Qualität, 307 Millisekunden pro Paket, wenn man hier den Half-Rate GSM nimmt, dann haben wir eine ganze Sekunde im Paket, 2 Sekunden Roundtrip, das kann man fürs Telefonieren, ja, da kann man nur noch telefonieren, wenn man sehr diszipliniert ist. Und wenn so ein Paket verloren geht, hat man eine ganze Sekunde, in der man nichts hört. Und da ist ein ganzes Wort weg von dem anderen. Man weiß man gar nicht mehr, dass er was gesagt hat. Also, naja, und 10 Byte, 25 Millisekunden ein Paket reinstopfen will, dann sind die, hat man ja fast nur Overhead. Folgerung, bei Voice over IP braucht man gar nicht mehr in Kompression zu investieren. Da kann man das Zeug praktisch unkomprimiert reinstecken in die Pakete. Da können wir auch mit AAC oder sowas telefonieren. Warum auch nicht? Ich meine, wenn der AAC sowas wie 128 oder 64 Kilobit produziert in super Qualität, das Internet hat nichts davon, wenn man so komprimiert. Da geht nur die Qualität der Telefonie runter.
und das ist das, was man eigentlich schicken will, dann sollte man gleich hier sowas mit 32 oder 64 Kilobit nehmen, lohnt sich wenigstens. Um diese Delay-Geschichte kommt man nicht rum, und das Delay, das ist bei vernünftigen Paketgrößen kaum unter 100 Millisekunden, 200 Millisekunden zu kriegen. Wenn man damit die klassische Telefonie vergleicht, wenn es jetzt nicht über einen Satelliten geht, dann können wir nach Amerika telefonieren über so eine Transatlantikleitung. Und wir haben einen Delay von 40, 50 Millisekunden oder sowas. Das ist ja eigentlich die Messlatte. Außerdem, wenn wir im Internet telefonieren, ist es einfachst zuzuhören. Beim klassischen Telefoniedienst haben wir Leitungsvermittlung. Wo kann man abhören? Der Provider kann abhören. Ja. Wenn man abhören möchte, dann kann man sich entweder an die Teilnehmeranschlussleitung hinklemmen, zum Beispiel im Keller in ihrem Mietshaus da, kann man zuhören. In so einem Mehrfamilienhaus, wenn sie sich da ohnehin schleichen und das Siegel aufmachen und ein Kabel anklemmen und irgendwo im Hinterraum was verlegen, können sie auch tatsächlich mitkoppeln. Das ist, wenn man so will, die Stasi-Nummer. Einzelne Telefonate abhören, indem man sich da aufklemmt. Einer Teilnehmer Anschlussleitung oder wenn man die Telefonverwaltung, den Provider gut kennt. Ist aber mit Aufwand verbunden, entweder sich dahin schleichen und andocken oder mit der Telefongesellschaft reden, und der will dann irgendwelche richterlichen Beschlüsse und so ein Zeug haben. Oder in Amerika mit einem Geheimgericht oder sonst was. Also das macht ein bisschen Aufwand. Beim GSM ist übrigens der Funkkanal verschlüsselt. Ja, ist geknackt und Dingsbums. Die GSM-Entschlüsselung, das Knacken, gibt es aber auch nicht geschenkt. Da braucht man einen gescheiten Rechner. Und da muss man dann in den Funkbus zuhören. Und da kann man auch nur einen mit vernünftigem Aufwand kriegen. Und wenn man alle abhören will, dann hat man schon, da braucht man sich schon ein Rechenzentrum. Also wenn man die gesamten Mobilfunkgespräche, die in Deutschland laufen, in Echtzeit entschlüsseln will, dann muss man schon ein sauberes Rechenzentrum hochziehen. Das gibt es nicht für 10.000 Euro. Für 10.000 Euro kriegt man ein Gespräch oder zwei entschlüsselt. Im Internet ist das Mithören natürlich viel leichter. Da setzen Sie sich an irgendeinen Knoten, nehmen die IP-Pakete, die schauen die IP-Adressen vorne dran an im Header. Sie sehen noch, steht auch noch ganz breit drin, ich bin UDP, und da kann man noch sehen, dass es RTP ist, und dann weiß man, dass es Telefonieverkehr ist. Und den kann man dann zuhören. Also muss man verschlüsselt werden. Das Skype verschlüsselt übrigens auch sogar relativ gut. Und man muss dem Skype schon die Daumenschrauben anlegen, damit man da zuhören kann. Im LAN ist es relativ einfach mithören, natürlich auch bei E-Mail und Webverkehr und Chatten und so weiter. Also, wenn man was über IP machen will, muss man sinnvollerweise verschlüsseln, um irgendwie in die Größenordnung der Sicherheit vom klassischen Telefonsystem zu kommen oder vom GSM zu kommen. Wenn man sich ein bisschen anstrengt, kann man es natürlich noch besser hinkriegen mit End-zu-End-Verschlüsselung. Aber die Verschlüsselung, die so der Normalfall, die Privatsphäre, die der Normalverbraucher braucht, die es hier so gibt, die kann man hier bei Voice-over-IP, da muss man sich drum kümmern, kann man aber mittlerweile auch machen. Was nicht gut ist an Voice-over-IP ist erstens, dass wir das Internet schon nerven mit unseren kurzen Paketen, und zweitens, Kompression sich eigentlich gar nicht lohnt. Ist ineffizient, fertig. Ist nicht besonders effizient. Und das hier ist Standardkompression. So würde man
das heutzutage vernünftig übertragen, aber Sie sehen schon, für einen vernünftigen Round-Trip-Delay werden die Pakete lachhaft klein. Man muss 35, 40 Mal so viele Pakete schicken, wie es eigentlich braucht, um diese Nutzlast zu transportieren, nur damit der Round-Trip akzeptabel wird. Und der nächste Punkt ist, im Internet gehen Pakete verloren, fertig. Im ISDN ist die Übertragungsqualität relativ gut und wenn man was verloren geht, wenn man was kaputt geht, geht ein Byte verloren auf der Leitung. Wenn ein Byte auf der Leitung verloren geht, wenn man Voice over IP macht, ist das ganze Paket im Eimer. Und uns fehlen gleich mal 125 Millisekunden. 125 Millisekunden ist ein Teil von einem Wort. Das merkt man richtig. Ein Byte von 8000 Byte pro Sekunde hört man eigentlich nicht. Also muss man sich, und dann gibt es noch, naja, in den Routern drin, eventuell noch mehr Delay, gerade wenn es voll ist, das Internet. Voll im Sinne von, die anderen wollen auch mal telefonieren. Und da muss man mindestens sowas machen, damit es anständig wird oder halbwegs anständig wird, mindestens was machen wie, wie DiffServ, also Telefonverkehr priorisieren. Flächendeckend haben wir das DiffServ nicht eingeführt, also Voice over IP als kommerzieller Dienst braucht mindestens irgendwie so ein Overlay-Netzwerk im Internet. Ein Overlay-Netzwerk, was sauber gemanagt ist, für das wir DiffServ machen. Und deshalb ist, naja, wenn man sich die Eigenschaften von Audio-Telefonie anschaut, ist Voice over IP eigentlich eine dumme Idee. Und unsere klassische Verbindung, Leitungsvermittlung, ist überlegen bei der Audioqualität. Erstens weniger Fehler. Und wenn es Fehler gibt, sind sie nicht so katastrophal. Im Übrigen, die Fehlergrößenordnung im Festnetz bei der Byte-Übertragung im B-Kanal sind in der Größenordnung von 10 hoch minus 10, 10 hoch minus 12 angesiedelt. Teilweise bis 10 hoch minus 15. Also irgendwie, wenn man 1 Milliarde Byte schickt, dann ist mal eines kaputt. Kann man eigentlich vergessen. Findet nicht statt, diese Fehler. Im Voice-over-IP passiert natürlich ständig was, weil im Internet gehen Pakete in der Größenordnung von 10 hoch minus 1, 10 hoch minus 2 verloren. Vielleicht 10 hoch minus, ja, 10 hoch minus 2 ist eigentlich gut. 10 hoch minus 1 war mal, aber 10 hoch minus 2 ist das, was wir haben. Und wenn jedes hundertste Paket verloren geht, dann werden wir bei einem, selbst wenn wir eine gute Verbindung, in einem guten Szenario gehen uns dann pro Minute telefonieren, schon 2, 3 Pakete verloren. Anders wird es wohl nicht. Also eigentlich ist, und dann gibt es das Paketisierungsdelay, das ist konstruktiv bedingt, da kommt man nicht drum herum, selbst wenn man die Reklamebroschüren noch so bunt druckt. Also eigentlich ist Voice over IP eine dumme Idee. Aber weil man damit ein bisschen Geld sparen kann, gibt es es trotzdem. Und was die Telefonieprovider gelernt haben in den letzten 15 Jahren ist, dass den Menschen Audioqualität beim Telefonieren offensichtlich nicht so wichtig ist, denn die schlagen sich auch mit dem Mobiltelefon rum, wo es immer mal wieder kracht und wo die Verbindung schlecht ist. Vielleicht bin ich eben einer von den paar Prozent, die gerne anständige Audioqualität haben. Es hat übrigens mal in Amerika einen Werbung gegeben, ich glaube, das war Sprint, der Telefonprovider, der hat Reklame damit gemacht, dass die Audioqualität besser ist. Offensichtlich haben sie aber damit nicht so viel Erfolg gehabt und nicht so viele zusätzliche Kunden gewonnen, dass sie das als weiteres Marketinginstrument später verwendet haben und andere haben es wohl auch nicht, sind wohl auch nicht darauf angesprungen. Die Leute fanden die Telefoniequalität also wohl damals schon gut genug und wollten nicht mehr zahlen für oder wechseln für bessere
Audioqualität. Nein, die Menschen haben sogar mit dem Mobiltelefon angefangen, schlechtere Audioqualität zu akzeptieren. Für die Mobilität zunächst, aber nachdem die Leute auch angefangen haben, ihren Festnetzanschluss aufzugeben und nur noch mobil telefonieren mit dem Handy und die schlechtere Qualität in Kauf nehmen, kann man wohl folgern, dass die meisten keine gute Audioverbindung fürs Telefonieren brauchen. Und beim Skype, da muss man ja auch schon in der Regel leidensfähig sein, um da so ein Telefonat durchzuhalten, wenn es nicht gerade ein gutes Szenario ist, das man da erwischt. Also wenn man skypt von Dresden nach München, wenn es geht noch beim selben Provider, Internetprovider, dann geht das schon ganz okay. Aber wenn man dann mal mit Russland oder so skypt, dann geht es eigentlich schon nicht mehr richtig. Ziemlich gruselig. Na schön. Das Interface zum PSTN, das ich hier gezeigt habe, das Media Gateway, das wird auch manchmal Soft Switch genannt. Das muss von dem, was wir hier haben, zum Beispiel ADPCM oder GSM nach G711 diese Transkodierung machen. Das geht schon, nur wenn Sie 10.000 Gespräche gleichzeitig haben, brauchen Sie irgendwas Kräftiges, vielleicht auch ein Stück Hardware, das das macht. Spezialhardware, das das macht. Signaling Gateways, darüber müssen wir noch ein wenig sprechen. Eben zum Thema Verbindungskontrolle. Wir müssen irgendwie adressieren. Was können wir? Naja, die Art im Internet zu adressieren mit solchen URIs, Universal Resource Identifier zum Beispiel. Protokoll, SIP, Session Initiation Protocol, das ist der IETF-Standard zu diesem Thema, SIP, und dann schreiben wir hier das wie eine E-Mail-Adresse hin, ne? Also einen User, einen Account, hier bei diesem Provider. Das ist jetzt ein Hostname der Provider. Ich könnte zum Beispiel hier mir überlegen, an der TU Freiberg, da lassen wir jetzt so einen laufen, den nennen wir jetzt mal PBX, Private Branch Exchange. Nenne ich jetzt halt mal so. Wer telefonieren will, IP telefonieren will, der braucht jetzt hier so einen Account bei dem da. Ich könnte jetzt damit Provider spielen. Natürlich ist das Netzwerk, was unten drunter entsteht, um die Audiodaten zu übertragen, das ist einfach das Internet, die Leute, die da teilnehmen, die brauchen das eben. Nur die Signalisierung wird hier abgewickelt. Wenn wir hier also dieses Voice-over-IP, die Voice-over-IP-Software starten, so wie sie die Skype-Software anschmeißen, dann meldet sich das Telefon bei diesem PBX an und sagt, ich bin jetzt der frz@pbx-freiberg.de. Aus dem ankommenden Paket nimmt dieses Gerät hier, dieser Host, die IP-Adresse raus und wir haben uns jetzt registriert. Wenn wir runterfahren und woanders hingehen und dann wieder diese Telefonie-Applikation hochfahren, diese Voice-over-IP-Applikation, dann macht er dasselbe wieder. Ich registriere mich. Hallo, hallo, hier bin ich. Und diese Vermittlung in Anführungszeichen sieht wieder die IP-Adresse. Und wenn jemand dann den Server hier fragt, den PBX, unter welcher IP-Nummer kann ich denn den FRZ erreichen, dann kann er dem freundlich lächelnd die IP-Adresse in die Hand drücken. Und die Portnummer natürlich. Was wir mit dieser NAT-Geschichte machen, da müssen wir auch noch drüber sprechen. Da habe ich auch noch, na, wo war es? Hier eine wundervolle Folie. Die Endgeräte, die brauchen also entweder so eine Tabelle
mit IP-Nummern drin. Das funktioniert aber nicht richtig, weil IP-Nummern sich ja manchmal ändern und Portnummern auch und so Zeug. Gut, wir könnten mit well-known Ports operieren. Aber vernünftiger ist es eigentlich, wenn wir irgendeinen Server haben. So ein Verzeichnisdienst. Der Skype ist einer. Und so ist es auch, ne, wenn Sie da sehen, dass jemand online ist, dann hat er halt sein Skype-Programm angeworfen und das Skype-Programm hat den Server ein Paket geschickt, ich bin jetzt online unter dieser IP-Nummer und unter diesem Port und dann kann man Anrufe organisieren. Dann kann man Auskunft geben. Das ist ein bisschen sowas, ja, Verzeichnisdienst, so heißt es auch schon. Und jetzt muss man noch das mit den normalen Telefonnummern hinkriegen. Und das macht man mit dem E164, ist so ein Standard. Das heißt INAM. Abbildung von E164, Number Mapping, E Number Mapping auf eine URI. Da müssen wir im DNS-Server was reinklopfen. Und gucken Sie mal, hier haben wir eine Telefonnummer. 4937313939, das ist mein Büro. Mit Punktnotation zerlegt, falsch herum. Das tragen wir in den Nameserver ein, E164 Adresse, ARPA ist der Namensraum. Da gibt es so einen, und dann braucht man noch diesen hier, Name Authority Pointer Record im DNS. Das hier ist noch ein bisschen Regular Expression Magic, der so eine Ersetzung machen kann. Also INAM, E164 to URI für SIP und hier steht drin, wenn das da kommt, dann soll das da herauskommen. Und diese Regular Expression, die macht das. Ich bringe es aber jetzt nicht fertig, das da hier vorzuführen. Ich habe es mir mal angeschaut, dass es funktioniert, aber ich bin kein Regular Expression Künstler. Also der hier tippt jetzt die Telefonnummer ein, die steht ja da. Das Signaling Gateway kriegt das und macht diesen Lookup hier. Einen DNS-Lookup. Und kriegt zurück SIP Doppelpunkt FLZ PBX TU-Freiberg.de. Der da hat es jetzt. Jetzt fragt er den da nach der IP-Nummer von dem hier mit dem SIP. Dann kommt er hier hin. Dann führt er das Session Initialization Protocol oder Initiation Protocol führt er jetzt durch und dann kann von hier nach hier Telefonie geschickt werden, also Telefoniesignale geschickt werden in IP-Paketen und von hier nach hier als G711-Samples. Also die Abbildung, Telefonnummern auf diese da und selbstverständlich können wir so rum auch die Abbildung von dem hier auf solche Telefonnummern organisieren. So dass man den fragen kann, wo finde ich denn den Klaus Dieter? Und da at Telekom oder so. Und dann kommt diese lustige Nummer hier raus und die könnt ihr dann zum Wählen so benutzen. Allein verstanden? Jetzt müssen wir ein bisschen über das SIP sprechen. Das hätten wir auch in den Vorlesungsteil Protokolle reinstecken, also in Steuerungsdienste reinstecken können. Ich habe es jetzt nicht gemacht, sondern ich habe es hier im Kontext von Voice over IP. Das kann übrigens auch für was anderes verwendet werden, muss nicht Voice over IP sein, damit können wir auch irgendwelche Video-Sessions machen, dass wir Video on Demand bei einem Server angucken oder sowas. Das werden Sie auch gleich sehen, was dann da passiert. Also spezifiziert im RFC 2543 3261, vielleicht gibt es da auch noch weitere, ich
habe jetzt irgendwie nicht nachgeguckt in jüngerer Zeit, welche es da noch gibt. Man kann UDP oder TCP verwenden, die Ports sind 5060 und 5061 und das ist Session-Application Layer Protokoll, das SIP. Aber klar, so wie eben alle Steuerungsdienste. Wir werden gleich auch noch was finden, was Presentation ist. Das steckt da auch so ein bisschen noch mit drin, aber da muss man gleich noch ein bisschen sprechen. Es gibt schon so Ähnlichkeiten zu HTTP, Request, Response. Es ist auch textbasiert. Na, seit dem HTTP ist das eben so. Und ich habe ja schon mal gesagt, oder habe ich schon mal gesagt, warum ich meine kleine private Vermutung, warum das textbasiert ist, ist, weil, naja, der Tim Berners-Lee da seinen Webserver eben mit dem Telnet debuggen wollte. Also auch irgendwelche GET-Requests da so eintippen wollte. Und die Antworten besichtigen wollte. Und das ist ganz praktisch, wenn das alles ASCII-basiert ist. Und die Felder sind so ein bisschen so wie RFC 821 E-Mail oder so HTTP, ne? Da haben wir sowas wie Name und Wert da drin. Die Adressen, naja, SIP, das Protokoll, faz@pbxtu-freiberg.de. Ja, wenn wir dann über RFC 821 und 822 sprechen, dann werden Sie das wieder finden, diese Notation dann da. Im Endgerät gibt es ein User-Agent-Client, User-Agent-Server, das SIP-Protokoll. Das hier sei jetzt das Gerät, der faz@pbxtu-freiberg macht und das hier ist der fritz-heinz123 bei arcor.de oder sonst was. Sehr egal. Wir wollen, dass der mit dem telefoniert. Aber natürlich kennen wir den erstmal noch nicht. Erstmal muss unser User Agent Client mit diesem Proxy hier diskutieren. Zugangskontrolle, dürfen wir überhaupt telefonieren, beziehungsweise zahlen wir für diese Proxy-Infrastruktur, für den Service, Anführungszeichen DNS-Service. Die machen also Zugangskontrolle, gucken nach, ob wir bezahlt haben und so weiter und so weiter. Das sind Instanzen, die ständig laufen. Dann brauchen wir noch Redirect-Server eventuell, den da zum Umleiten. Und was wir auch brauchen, ist ein Registrar. Ein Registrar, der den als einen DNS am Laufen hat, sodass wir diese Enum-Abbildung hinkriegen. Wenn wir dann mal den gefunden haben, dann sagen wir sowas wie Invite und Buy, Acknowledge und so. Das Register ist natürlich, dass wir uns anmelden, dass wir da sind. Das wollen wir jetzt dann noch ein bisschen begucken. Bisschen wie bei HTTP oder von HTTP inspiriert, haben wir da also bei den Response Codes die 100er Response Codes, Searching, Ringing und so weiter, klar, braucht man. Success ist ein Response Code, der Request funktioniert hat. Dann gibt es den Redirect, wie beim HTTP, und dann gibt es da die 400er, 500er, 600er für irgendwelche Fehlersituationen, ne? 404, Page Not Found oder was es ist. So wie beim HTTP. Und jetzt habe ich hier so eine Invite-Message. Da steht also erstmal, was das für ein Request ist. Das ist ein Invite-Request, ne? Get-Request, Put-Request und so weiter, Post. Also hier haben wir einen Invite. Dann steht hier, wen wir einladen wollen, den fheinz123 bei arcor.de, Protokollversion 7.2.0. Von dem hier, und ich habe jetzt hier mal als Namen den KF eingetragen, der ja heißt Heinz F. Noch so ein Tag zum Identifizieren, dass man auf der Ebene weiter oben brauchen kann.
Und hier der Call-ID, da haben wir natürlich auch hier eine Nummer generiert und Sie sehen schon 1, 2, 3 und so weiter, mal schnell eine gemacht. So wollen wir den Call jetzt nennen. Invite, da das ist das, was wir machen wollen. Subject, Seminar, das ist ein Text, der angezeigt wird im Display, ob der andere jetzt da Lust hat, teilzunehmen. Und dann Content Type, Application, das ist jetzt so ein Mime Tag und über Mime müssen wir auch noch sprechen. Ein bisschen später bei der E-Mail machen wir das. Im neuen Jahr dann Session Description Protocol. Das Session Description Protocol, nun kommt SDP und stets. Das kommt dann hier. Da steht Session Description Protocol. Okay, Länge 124, da steht dann eben, was das ist. Call ID, die muss global eindeutig, die ist deshalb global eindeutig, weil es hier diesen der ist ja schon mal eindeutig und dann das da vorne dran ist eine Nummer, die wir generieren, um auseinanderzuhalten unsere verschiedenen Telefongespräche, die wir vielleicht gleichzeitig haben wollen. Wir haben eine Sequenznummer im Dialog hier. Da fangen wir natürlich auch irgendwie an und diese Requests haben Sequenznummern. Die Leerzeile beendet den Header. Boah, Leute. Muss das jetzt unbedingt nur eine Leerzeile sein? Kommt man da nichts Richtiges nehmen? Aber okay. Und dann kommt hier im Body die Medienbeschreibung. Und diese Felder hier, ne, from und to, das, wenn Sie sich mal Ihren E-Mail-Header ansehen, dann finden Sie das auch. Wer hat schon mal seine E-Mail gesagt, E-Mail-Source angucken? Da kann man so zurücksehen. Und da sieht man übrigens auch solche komischen IDs und sowas, die da generiert werden für die E-Mails. In der Response, ja, das ist eine Okay-Response, ne? So wie bei HTTP, SIP 2.0, wieder from, to, wird wiederholt, hier steht die Call-ID drin, bezieht sich auf diese Sequence Number und jetzt kommt SDP-Beschreibung, wie ich es denn gerne hätte, der Angerufene, was ich machen kann, wie der Strom denn kodiert werden kann und so weiter. Da brauchen wir dann auch noch Source Port und Destination Ports, damit wir da unsere RTP-Pakete schicken können. Das To and From, das wird vom Requests genommen. So, SDP, das gab es auch schon im MBOL, Session Description Protocol. Als das hier im MBOL hieß es, glaube ich, noch nicht Session Description Protocol, aber da gab es auch schon sowas hier. Transportiert entweder mit SIP oder mit dem RTSP, man kann es auch in der E-Mail und mit einem MIME schicken, man kann es auch im HTTP haben. Im HTTP mitschicken. Und hier habe ich so ein Teil, ne? Und da können wir einfach drüber reden. Version 0, dann haben wir hier Session-Name und Informationen dazu. Hier haben wir IP-Adresse. Dann hier ist ein bisschen Beschreibung, hier ist noch ein bisschen Beschreibung. Hier eine URL, wo wir noch das Protokoll uns abholen können, dieses Session Description Protokoll nachlesen können. Hier sehen wir für den anrufenden User bzw. den angerufenen User diese Adresse. Hier sehen wir jetzt die IP-Adresse, die benutzt werden soll für die Medien. Das ist die interessante. Und hier unten, das ist der Teil, das Audio, der interessante Teil. RTP-AVP0 und das ist ein
einen Port und das ist ein Port. Da steht drin, wo es meine Ströme gibt. Hier habe ich geschrieben, wo es meine, hat der geschrieben, wo es die Ströme gibt. Hier schreibt der andere, wo es die Ströme gibt. Wo er es hinschicken soll, an welchen Port. Nicht, wo es die Ströme gibt, sondern an welchen Port es gehen muss. Ja, receive. Und das tauschen wir mit diesem in den ZIP-Paketen, minimum invite mit dem Session Description, in der Request und in Response aus. Die Media Description ist noch ein bisschen ausführlicher, da haben wir also Name und Transportadresse, ne? Dann haben wir den, können da Media Title drin stehen. Information Lines, also maximale Datenrate und sowas, so ein bisschen wie besprochen, und Burstiness und sowas kann da drin stehen, besprochen wie beim wie bei der Dienstegüte. Und dann noch Media Attribute Lines, wo die Kompression beschrieben ist. Also SDP spezifiziert, was da für ein Strom kommt. Hier haben wir das Audio und das Video hier beschrieben. Und jetzt möchte ich den Signalisierungsablauf noch kurz besprechen. Da gibt es zwei Varianten. Erste Variante ist, die User Agents kennen ihre IP-Nummern. Und die Portnummer vom SIP, die kennen wir ja auch. Hallo, da stehen sie. Wenn ich also in mein Stück Programm zum Voice-over-IP-Telefonieren eine IP-Nummer eintippen kann, beziehungsweise die IP-Nummer irgendwie herausgefunden habe, dann kann ich mit dem hier eine Verbindung aufnehmen. Ich schicke dem Invite. Darauf gibt es einen, das ist eine Request, darauf gibt es eine Response, die haben wir uns oben angeguckt. Dann schickt der Trying, der versucht es mal, der User Agent Server hier. Der User Agent Client hat dem User Agent Server einen Invite geschickt, der User Agent Server hat geantwortet mit dem mit der Response, dann schickt der Trying, dann schickt der Ringing, wenn es denn tatsächlich klingelt. Kann ja auch sein, dass da Ruhe vor dem Telefon oder sowas eingeschaltet ist, dann würde man das hier abbrechen. Wenn die Verbindung aufgenommen worden ist, dann schickt er den Request. Okay. Und der schickt das ACK. Jetzt kommt die Session zustande. Die Informationen, die haben wir hier oben schon transportiert. Der legt auf, schickt ihn bei. Der legt, ist auch okay damit. Na, der muss das noch quittieren, ne? Damit man merkt, dass es wirklich transportiert worden ist. Dann sagt der, okay. In dem letzten hier. Oh, Entschuldigung. Ich glaube, ich habe da was falsch erzählt. Searching, Ringing, Trying und sowas, das sind Response Codes. Und hier, das ist eine Request, das ist eine Response, das ist eine Response, das ist eine Response. Das ist aber, glaube ich, wieder eine Request. Das ist eine Request und das ist eine Response. So. So ist es richtig. Und hier unten, das ist jetzt das Szenario, wir kennen unseren Freund, wir brauchen keine Directory Services und sonst was. Das hier unten ist jetzt die Infrastruktur im Netz. Es ist ja so, dass der eventuell gar nicht läuft. Dann brauchen wir hier irgendwelche Proxys. Der läuft ja auch nur manchmal, auch für den brauchen wir ein Proxy. Das ist ja dieses Proxy-Netzwerk, was wir eben hatten. Hier sagen wir erst Invite. Ja, erstens Invite. Das geht zu diesem Proxy. Der schaut sich dann an, an wen es geht und schickt das Invite an den Proxy B weiter. Der Proxy B fragt den hier, schickt das Invite weiter. Der schickt ihm einen Redirect, Move Temporarily.
dann geht das Invite hierhin weiter und dann kommt das Invite schließlich hier bei dem Gerät an. Dann sagt der Ringing. Zehntens, das geht, also der schickt Trying, der hier, und schickt das Invite weiter, dann sagt der Ringing zurück, dann geht das Ringing hier durch und kommt hier an. Irgendwann nimmt der hier ab, dann schicken wir tatsächlich den Response Code 200, übrigens Ringing ist 180, sehen wir hier, wusste ich auch nicht mehr auswendig, dann geht der Response Code okay hierhin, 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 kommt dann hier schließlich an als okay. Die Mediendaten werden übrigens immer direkt geschickt. Das ACK, das BY und das OK dafür, die werden auch direkt geschickt. Da ist die Infrastruktur nicht mehr beschäftigt. Die ist also stateless, diese Infrastruktur. Die schickt Päckchen nur weiter, diese SIP-Requests nur weiter und Responses. Die macht keine Buchhaltung, wie lange die Verbindung da existiert und sonstiges. Für sowas braucht man nochmal extra was. Man könnte natürlich das hier, das ACK und das BY und so auch hier drüber veranstalten, aber man könnte es auch direkt machen. Die Media Session geht immer direkt. IP-Nummern sind ausgetauscht, Ports sind ausgetauscht und so weiter. Ich meine, der kennt seine IP-Nummer, der hier auch. Das einzige Problem, was wir vielleicht noch haben, ist die Sache mit dem NAT, über die wir uns auch noch mal, um die wir uns auch noch kümmern müssen, die Sache mit dem NAT. Das würden wir dann aber beim nächsten Mal machen. Das nächste Mal ist im neuen Jahr. Ich wünsche Ihnen also frohe Weihnachten und einen angenehmen Jahreswechsel. Die Leute sagen immer guten Rutsch. Ich weiß nicht, ob das ein toller Ausdruck ist. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Jahreswechsel und vorher noch frohe Weihnachten. Und wir sehen uns dann irgendwie so am 5. oder 6. oder so ist das. Ne? Jedenfalls der Montag wieder. Ciao!